Oh, ihr könnt hier Party machen. Oh, ich bin so ausgeschlafen, hey. Herr. Hey. Nee, ich mache hier keine Party. So, so. Hier, Konstruktion. Wir müssen da oben hin zu der Dame. Ja. Ich will unbedingt, ja, dass wir... Das ist das richtige Werkzeug. Yeah. Ja, Mahlzeit, Freunde. Es geht weiter hier, yeah, in der Story. Oh, hier, ganz gut. Yeah. Yeah. Ja, wo ist sie denn? Weiter dahin. Da, okay. Kann ich noch was lesen? Darf ich mal? Handschriftlicher Plan. Wir lesen das mal eben kurz. Flüge nach Miami, Montag 7 und Freitag 22 Uhr. Nur 20 Plätze. W kontaktieren um 1 Uhr. Was schuldig ich bin. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Ja, und sie erzählen uns gleich, was sie gesagt hat, weil das seht ihr nur bei ihm auf dem Kanal. Haben Marias Rumfabrik angegriffen, ihre Plakate zerstört und die zuckt nicht mal mit ihren falschen Wimpern. Währenddessen ist Maximas Matanzas tot und ich setze hier im Sumpf fest. Wir haben echtes Blut vergossen, Danny, und Marquesa hat nicht mal einen Kratzer. Scheiße. Ich werde ihr die Wahrheit direkt ins Gesicht sagen. Marquesa veranstaltet ein PR-Event, eine Tour für ausländische Journalisten. Wenn du uns Ausweise besorgen kannst, gebe ich ihr eine exklusive Performance vor der ganzen Welt. Dann werden sie die Wahrheit hören. Okay, die Thalia ist ein bisschen sauer. Okay. Und zwar auf die Marquesa. Und zwar finde eine Möglichkeit, mir ein Gespräch unter vier Augen mit Maria zu beschaffen. Ah. Ich habe etwas wirklich Besonderes für Maria geplant. Eine Show, die sie niemals vergessen wird. Wir müssen uns dringend unter vier Augen unterhalten. Sie veranstaltet eine Viviro-Pressetour und ich brauche deine Hilfe, um da reinzukommen. Ja, dann nehmen wir die mal an, oder? Ja, die Mission heißt Wörter wie Kugeln. Ja. Und wir sollen... Sprengen wir Marquesas Show! Ja, wir sprengen. Aber ich muss mal eben mal gucken, weil ich habe hier Untertitel und die will ich eigentlich gar nicht. Klau ein paar Presseausweise. Warum hab ich Untertitel? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann euch mal eben den, habe ich euch ja schon gezeigt. Warte, hier. Ich schau mal eben. Das Lied, was ihr gerade gehört habt. Steh auf, Yara, es ist soweit. Wir sind unbeugsame Krieger, keine Sklaven. Yara findet ihren Weg, wir sind bereit. Legt euch ins Zeug, wir haben diese Spinner satt. Ich schieße euch und eure Unterdrückung ab. Der Aufstand ist entfacht, gebt nicht auf. Ich warte hier und denk an euch. Und so weiter und so fort. Also richtiges Kampflied war das gerade. Wo kann ich den Dings finden? Untertitel? Ich denke mal, sie finden die Untertitel bei den beim Ton vielleicht. Schau mal, weil das möchte ich gerne weghaben. Oder Sprache oder irgendwie sowas. Ja, Untertitel, da steht's doch. Untertitel ein. Brauchen wir doch gar nicht, ich spreche noch Deutsch. Hast du die Musik jetzt eigentlich ausgemacht? Die war doch eigentlich gar nicht so schlecht. So. Ich habe das jetzt angehört. Untertitel sind aus. Okay. Weil ist auf jeden Fall besser ohne Untertitel. Dann lassen Sie uns ein bisschen in den Kampf ziehen. So sieht das nämlich aus. Das werden wir tun. Attacke. Also, wir müssen in Marias Veranstaltung uns einschleusen. Wir brauchen Presseausweise und ich suche in ihrem Fernsehstudio nach Ihnen. Da müssen genau, wir hin. Also, dann wollen wir da hinfliegen mit Ihrem kleinen Schwubbidi-Bub. Ich glaube, hier in dem Camp kriegen wir keinen Spubbelibub. Da können wir nur mit Auto. Ich kann eine Säge bedienen. Also glauben Sie, ich kann alles. Achso, das wird ja unter Auto angezeigt, glaube ich, ne? Das Spubbelibub. Ja, genau. Nee, ich glaube nicht, dass das Spubbelibub mit Auto geht. Ja, dann müssen wir hier mit hin. Ja, fahren wir mit dem Auto. Okay. Ein Panzer könnte man nehmen. Ja, hol mal ein Auto einfach. Einfach? Einfach, okay. Einfach ein Auto. Oh, scheiße, ich kriege mal einen Spawn-Knopf hier vom Auto. Holen Sie ein Auto. Oh, einen größeren hast du nicht gekriegt, oder was? Ja, ich dachte, wir lassen es ein bisschen krachen. Ich gehe mal hinten rauf und ins Geschütz. Ich muss natürlich wie immer muss ich fahren, das war ja ganz klar. Aber es sind nur 700 Meter, also das werden sie wohl hinkriegen, ne? Ja, ich denke mal schon. Wir sind doch der Pfarrer hier. Ne, Kroki? Jawohl. Was, Kroki? Ja, da war ein Kroki, der hat uns willkommen geheißen. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Warte mal. Ich mach mal eine. Einen Punkt. Dann können Sie es besser sehen. So. Nö. Ich muss drehen, glaube ich.
den Bunker in der Straße, oder? Oder hast du den auch markiert? Nee, ich folge deiner Markierung. Ach so, da ist die Markierung, genau. Sieht wieder ein bisschen anders aus. Das ist immer witzig, ne? In manchen Spielen habt ihr so eine Markierung, manchmal ist das ein bisschen heller. Ja. Muss ich mal ein bisschen umstellen. Aber es geht. Ist gut, ist gut. Und wenn wir natürlich ein Schild sehen, sowas da. Ja, aber ich glaube, wir haben ja schon alle weggemacht hier eigentlich. Glaube ich zumindest. Ja, da links war mal eins, glaube ich. Ne? Bin ich sicher. Oder? Was mit dem? Hat er nochmal ran? Ne, ich glaube, das kannst du nicht weg, weil es ein Rahmen drum. Da ist ein Rahmen drum! Okay. Oh, 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 oh. Ja, Alter, ja. Alle Schilder, du siehst doch hier, die haben wir da alle schon weggemacht. Ja, ja, ich sehe das gerade. Ich habe immer gedacht, die werden wieder gespawnt, aber ist gar nicht, ne? Nee. Da wird man nichts wieder gespawnt. Ja, ja, ich merke das schon. Ja. So. Oh. Genau, to the left, to the right. I've got to make a time warp. So, was haben das wir ist ein militärisches Ziel. Hey. Oh, wir haben eine FND-Basis aufgedeckt. Wieso habe ich denn den Scheibenwischer an? Egal. Clara, ich brauche Presseausweise, um in Marias Fernsehstudio zu gelangen. Kannst du mir irgendwie helfen? Presseausweise? Ach, ich frage erst gar nicht. Übrigens, einer unserer Leute wird dort gefangen gehalten. Befrei ihn, wenn du kannst. Ich tue mein Bestes. Gracias, Clara. Gracias. Gracias. Wie kann ich mit dir nochmal do? Ich würde sagen, was war denn das denn? C. Okay, los geht's. Psst. Sind Sie bereit? Wo sind Sie? Ja, ich bin bereit. Wir müssen da rein. Leise sein. Psst. Psst. Leise. Können Sie mal eben irgendwelche Leute hier markieren oder so? Oh ja, warten Sie. Ich werde noch gucken. Ein Ingenieur. Da ist einer. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier nochmal meinen. Oh, nein. Nein. Oben am Dach scheint ein Scharfschütze zu sein. Oh, da kommt da einer. Ist noch einer. Ich sollte die Kamera da zerstören. Genau, die Kamera müssen wir auch noch platt machen. Okay, gut, dann wie haben können wir. Sie nochmal den. Achso. Aber hier, ne? Warten Sie mal. Da war er. Nach Möglichkeit erstmal die Kamera zerstören. Nach Möglichkeit. Versucht die mal kaputt zu machen. Unter der Kamera steht aber einer. Nee, eigentlich nicht. Hier ist das gefährlich. Die anderen eigentlich. Ach, die Kamera. Wollen Sie zu mir kommen oder was? Wenn Sie Angst haben? Ja, schon bei Ihnen. Wir können hier rüber. Warten Sie mal. Ich schieß mal die Kamera platt. Wenn wir das schaffen. Ja, das stimmt. Warten Sie mal. Muss mal. Halt mal den da ganz rechts im Auge. Ja, der sieht wieder zurück. Wieder geht wieder zurück. Kamera ist down. Jawohl. So, pass auf, da kommt gleich der nächste. Der sieht dich doch. Oh, Scheiße! Miri! Hier ist wieder ein Schlüssel. Einmal sollte doch wohl reichen. Nee, der wollte nicht. Nimm den mal, den Typen. Schlepp den mal irgendwo in der Ecke hier rein. Bis jetzt hat keiner was gemerkt. Der Typ, der andere, der ist da. Hast du einen im Häuschen? Okay, oh, pass auf, der kommt jetzt gleich. Soll ich ein Steinchen schmeißen oder so? Ja, das geht ja leider nicht. Aber ich kann mich mal ranschleichen. Oder sind, nee, da sind zwei. Da ne? sind zwei. Hä? Ja. Ich hätte aber Los jetzt, Chorizo! Ach, Chorizo ist ja auch noch. Komm, wir gehen mal hier rein. Da hinten ist eine. Haben Sie gesehen? Da ist eine. Komm rein!
diese Musik, ne? Ich höre ja was. Oh, warte mal, hier ist Alama. Ich kann den Alarm nicht deaktivieren. Warum nicht? Weil ich das vielleicht machen muss. Warte mal, ich stehe mal auf. Ich mach das. Ich mach schon. Hier sind schon genug von euch. So, ist deaktiviert. Ich kann ihn auch einmal erschießen, damit ihn keiner mehr anmachen kann. Ein Alarm ist aber noch. Ja, die müssen wir beide ausmachen. So, langsam. Wir gehen mal nach oben. Warte mal, hier unten ist noch Zeugs. Bis jetzt merkt ja hier keiner, dass wir da sind. Das ist richtig. Metallos? Melchin? Okay, ich glaube, wir gehen mal nach oben. Wir gehen nach oben. Oh, das hört sich gefährlich an. Ja, das macht nichts. Hier ist irgendwo ein Gefangener. Ja, leise sein. Und wir gucken einmal. Da ist einer. Hier links steht einer. Soll ich mich mal ranschleichen? Genau an der Tür steht der? Nee, hinter der Tür. Hinter unten. Da, der geht gerade weg. Lassen Sie mich mal vorbei, dann versuche ich die. Wir können natürlich die Tür gehen. Wenn das nur der eine ist, ist ja gut. Kein Wort mehr, ist das klar? Hole mir. Oh, ich werd gesehen. Hast du ihn erledigt? Ja. Aber ich werd gerade gesehen. Verdammt. Bleib da und. Ja, von unten. Nee. Ja. Nee, hier oben drin ist noch eine. Kommt jetzt gerade. Scheiße, die kommt. Ich kann jetzt hier nicht weg. Was ist das für ein Vieh hier? Wir können auch loslassen, ne, das Vieh. Warte. Machen Sie mal hier keinen Alleingang, ne? Oh, die sieht mich. Ja, die könnte mich auch sehen. Wir machen jetzt beide auf einen Kopfschuss. Fertig? Ich kann die abschneiden. Okay. Ich musste, weil ich konnte nicht. Ich musste die erledigen. Oh, hier ist ein Gefangener. Ja, nee. Nicht befreien. Die macht nachher Scheiße. Die rennt nachher mit der Knarre irgendwo in der Gegend von mir und wir stehen da wieder. Ich sammel mal die Pressedinger ein. Haben sie die? Die Presse, ja, ich hab sie. Ziehen wir das durch. Wir holen die gleich. Ja. Wir machen erstmal alles frei hier. Hola, Reporterin Benavides. Presseausweise? Das ist meine Chance, Daddy. Warte mal, hier war doch noch ein Scharfschütze, ne? Also ja, der ist oben am Dach. Hey, ganz ruhig, Talia. Komm, wir holen die aufs Dach. Reiß du dich zusammen, Danny. Verlier die Ausweise nicht. Was? Du triffst mich. Wir holen die gleich raus hier. Bleiben sie noch locker. Ich soll die küssen? Weil ich habe keine Lust hier. Warte mal, den hier unten, den kann man auch noch wegmachen. Hier sind zwei Miri. Ja, zwei Stück. Ich sehe sie. Ja, die sehen dich auch gleich. Drei sind hier. Drei ist scheiße. Drei ist einer zu viel. Aber wir könnten das Tier da unten loslassen. Wo ist das überhaupt? Ich kann mal eben gucken. Vier sind hier sogar. Naja, wenn wir das Tier loslassen, dann erledigt sich das von alleine. Hier ist los. Okay, dann schauen wir noch mal. Komm schon, ist Action. Ich glaube, die sind ein bisschen beschäftigt. Komm, wir holen den Typen vom Dach. Ja. Den Carlson. Der ist hier oben. Der ist da ganz hinten. Hier oben steht auch noch einer. Nö, ne? Ich glaub nicht. Er kann nicht weit sein. Findet ihn. Ausschwärmen, los! Ja, die sind beschäftigt. Wir müssen nur aufpassen, dass uns das Viech hier auch noch erwischt, ne? Mhm. Also, sagen ja, wir vielleicht können wir die Typen so von. Hier oben ist ein. Alle. Die Perle wird hier wahnsinnig. Okay, ist ausgeschaltet. Super gemacht.
Lass dich bloß nicht sehen. Bis jetzt haben wir das alles geschafft ohne. Hm. Also, psch. Geht einer die Treppe hoch? Der ist oben. Der kommt oben ins Gebäude rein. Mhm. Oh, bitte. Oh nein. Was denn? Der schlägt keinen Alarm. Der hat die Leiche da in dem Gebäude gesehen. Ja, dann knall ihn doch ab. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Alarmkasten machen. Den haben wir gar nicht identifiziert, der Alarm. Ha? Oh, okay. Da ist der Alarm, ne? Nur noch der Scharfschütze. Oh, das hat viel gute Arbeit geleistet, ja. Ja, ich hab den Typen, ich hab die Dame hier im Gebäude abgeknallt. Naja, ich hab gesehen. So, komm jetzt holen wir uns noch den Scharfschützen und dann ist das Gebäude jetzt sauber. Gucken Sie sich das mal an, die haben hier unten so obligatorische Quartiere eingerichtet. Wahrscheinlich, kommen Sie jetzt einfach. Um Führungssachen zu machen. Ja, ja, dann gucken Sie mal. Gucken Sie schön. Hauptsache, Sie finden alles. Ich bin ja schon bei Ihnen. So, wir holen uns jetzt den Scharfschützen. Der rennt gerade. Der rennt hier unten rum. Ja, da. Gucken Sie sich doch einfach. Metallos. Benzinos. Den müssen wir holen, bevor das hier... Und dann haben wir alle ausgeschaltet. Hier liegt einer, da geht er einfach dran vorbei. Warte mal, bleib mal stehen. Ich hole mir den vom Dach aus. Ja, der kommt hier am Dach entgegen. Der geht nämlich gerade, hoch. Okay. Dann. Dann warte ich mal. Das war's, erledigt. Wir müssen noch einmal Alarm ausschalten. Das war jetzt aber auch Eigenregie, kann das sein? Nee, da ist noch mehr als Alarm. Da ist auch noch eine Flugabwehr. Ja, die können wir ja ausschalten. Dann kommen Sie mal mit. Dann machen wir die auch mal aus. Ist ja keiner mehr da. Ich habe jetzt Medizin mitgenommen. Ja, ich habe gesehen. Oh. Von wegen ist keiner mehr da. Dann ja, dann kümmern Sie sich doch um den. Da ist noch ein Alarm. Ah, nee, jetzt haben wir. Hä? Geschafft! Haben Sie jetzt noch einen erschossen? Nein, ich habe gar keinen erschossen. Aber ist du warst an erschossen. Nee. Erobert! Jawohl! So, jetzt können wir in Ruhe gucken. Jetzt können wir die Olle auch freilassen. Ah, die ist wahrscheinlich schon frei. Kein Alarm ausgelöst. Wir haben Bonusressourcen gesichert. Wahnsinn, was du. Und hier können wir noch ein bisschen einsammeln. Ah, ja, müssen wir ein bisschen was. Eine Werkbank? Was soll das sein? Jo, ist die Werkbank. Ich wollte jetzt noch mal gucken, ob ich irgendwo was finde. 10 Moneda. Hier ist eine Werkzeug. Chorizo. Komm mal her, großer. Wo ist die denn, die Perle? Die war doch hier. Hallo. Ach, nicht ins Gesicht, aber egal. Du bist ein Süßer. In welchem Gebäude war die denn? Hier in dem. Aber ich glaube, die ist schon frei, ne? In dem hier. Haben wir alles frei gemacht hier? Aber eine, hier ist noch was. Eine Kiste ist hier noch, Miri. Ja, ja, hier ist auch noch, ja. Metallus. Wie Metallus. Hallo. Da raucht der mal eine Siegeszigarette. Genau. Wir gucken mal eben um, ob die da noch jetzt ist. Dann müssen wir die nämlich noch befreien. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die ist schon frei. Das haben die Kumpel ja, schon gemacht. Ja, ich glaube auch. Aber wir haben da noch eine Kiste, ne? Ah, hier ist noch irgendwo eine Kiste. Ja, ja, die ist frei. Okay. Dann lass uns mal zur Kiste gehen. Vielleicht finden wir die ja. Okay. Die ist hier und dann links runter, ne? Dann schauen wir, ob wir die Kiste finden. Und bevor wir uns dann weiter bewegen, aber erst suchen wir die Kiste. Hier müsste die sein. Ja, wenn, dann ist sie drin. Oder unter uns. Warte mal. Stopp. Eine bewegt sich. Hier ist noch Metall. Ja, ja, ja. Da ist wahrscheinlich hier wieder so ein unterirdischer Zugang. Wir gehen da mal im Moment. Ah ne, da waren wir ja schon drin. Also hier waren wir noch nicht drin. Ach doch, hier waren wir drin.
Oder? Ja. Aber hier in dem großen Gebäude noch nicht. Hey. Gehen wir mal da rein. Hier. Ja, ey, hier. Nix hier. So. Guten Tag. Hier können wir den Schlüssel einsammeln. Hab ich. Ich hab den Sitzungssaalschlüssel. Wahrscheinlich ist die Kiste. Ey. Moment, das. Auf dem Tisch. Hau doch mal ab da. Hau doch mal ab da. Ja. Hier kommen wir wieder raus. Der Sitzungssaalschlüssel. Wo ist die Kiste? Ja, da musst du den Sitzungssaal mal suchen. Ja? Ja, dann gehen wir mal nach oben, ne? Gehen wir mal nach oben. Guten Tag. Hier ist der Schlüssel. Ja, dann bitte. Okay, mach mal auf. Da ist die Kiste. Ah, ich mach mal offen. Miri! Ja, ja, so ist das, ne? Wenn man einfach eigenständig irgendwas macht, ne? Ja, ja, ja. Ja, Leute, so ist das. Da kommt die Retoure. Genau. Hm, ich mach das mal eben. Ja, ja. So. Die haben wir geschafft. Ja. Geschafft haben wir noch gar nichts. Das geht ja noch weiter. Ja, ja. Den ersten Teilabschnitt von Wörter wie Kugeln. Hier ist noch was drin. Haben Sie das schon? Achso, ist die Werkbank. Okay. Genau, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, genau. Leute. Tschüss. Tschüss.